think about this. Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Gerlinde. Heute mal relativ ernstes Thema. Wir müssen reden, weil ihr habt ja gemerkt, in den letzten Wochen kam bei mir nicht viel, sorry. Ich esse nebenbei, ist meine gefühlte Henkersmahlzeit. Auch gern ohne Haare. Also Penne mit Spinat, Tomaten und Scambis. So. Schmeckt ja geil. Ist meine Henkersmahlzeit, weil die Sache ist die, ich habe es schon mal in den Kommentaren erwähnt. Ich habe seit Oktober letzten Jahres eine kaputte Hüfte. Und ich muss ehrlich sein, ja, okay, die Ärzte haben probiert, auch die Hüfte zu retten, mit Eingriffen etc. pp. Ich möchte da jetzt auch nicht genauer ins Detail gehen. Und ich sag mal so, die Sache ging schief, also die Rettung der Originalhüfte hat leider nicht geholfen. Jetzt ist es bei mir so, dass die Ärzte zusammen mit mir oder ich zusammen mit den Ärzten, wie man das nehmen möchte, wir haben jetzt entschieden, wir machen sie jetzt doch neu. Ja, und morgen gehe ich ins Krankenhaus. Also wir haben heute den 4.7. Das Video, wie gesagt, ich mache auch One Take, ich schnippel auch nichts dran rum. Mir egal. Ich wollte euch bloß informieren. Wie gesagt, ich gehe morgen früh um mitteleuropäische Ortszeit 9.30 Uhr ins Krankenhaus. 8.30 Uhr. Das wäre dann morgen der 5.7. Lecker. Also so stelle ich mir auch eine Henkersmahlzeit vor, ne? Und dann am 6.7. ist dann quasi die Operation. Drückt mir die Daumen, wir hoffen, dass alles gut geht. Ich weiß nicht, wer bei euch im medizinischen Bereich tätig ist. Vielleicht habt ihr Erfahrungen, Hüft-OPs, oder ich habe ja dann, denke ich, eh noch Reha danach. Also es wird definitiv noch ein Stück dauern, bis wieder Flüssigmaterial kommt. Was mich leider ein bisschen ärgert. Aber okay, es ist so. Wir leiden alle drunter. Also ihr habt nichts zu sehen. Und ich kann halt nichts machen. Die letzten Wochen ist schon nicht viel gekommen, weil ich ja eine Wiedereingliederung gemacht habe in mein Arbeitsleben, um zu gucken, ob dieser... Also es war ein Härtetest quasi für die vorherigen Eingriffe, die die Hüfte ja retten sollten. Und es, ja, der Härtetest ging halt leider in die Hose. Es hat nicht gut funktioniert. Und deshalb, ja, haben wir uns zu entschieden, das Ding jetzt. Neu zu machen. Ja, wie gesagt, Freunde, was soll ich sagen? Ich entschuldige mich schon wieder für den Fehlraum. Die letzten 3 Wochen kam nichts, weil ich dann halt jedes Mal nach der Arbeit mit mir selber zu kämpfen hatte. Ich konnte weder sitzen, noch stehen, noch liegen, ohne Tabletten, kein Leben. Möglich. Da hatte ich dann auch ehrlich gesagt keinen Bock, mich hier an die Gerätschaft zu setzen und für euch Videos zu machen. Es tut mir leid. Aber wenn es euch dreckig gehen würde, macht ihr auch eher weniger Handschläge als mehr. Ne? Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis für mich. Ich bin auch nur ein Mensch. Und ja, deshalb mache ich das Video. Wie gesagt, also
Morgen geht's ins Krankenhaus, übermorgen gibt's eine neue Hüfte, danach noch kurieren, Reha. Ich weiß nicht, wann ich zu Hause bin. Vielleicht kann ich irgendwann mal ein Update-Video machen. Ich weiß nicht, wenn ich aus dem Krankenhaus rauskomme, ob ich gleich in die Reha gehe. Vielleicht komme ich auch noch ein paar Tage nach Hause. Dann werde ich mich mal hier hinsetzen und werde für euch ein kleines Update bringen. Schauen wir mal, wie es läuft. Wenn nicht, wenn ich hier nicht an den Computer komme. Entschuldige, das war ein kleines Bäuerchen. Das wollte ich euch aber jetzt nicht unbedingt antun. Ich hoffe zumindest, dass ihr es nicht gehört habt. Ja, wenn ich hier nicht an den Computer komme, dann dauert es ein bisschen. Aber wenn ich wieder fit bin und dann auch wieder arbeiten gehen kann und neben der Arbeit trotzdem noch, weil die körperliche Verfassung ja dann wieder gut sein sollte, noch meine Videos machen kann, dann werde ich das natürlich wieder tun. Ha, Freunde, was soll ich sagen? Ich werde mir jetzt hier noch meine Henkersmahlzeit Garnei schlopfen. Die übrigens extrem lecker geworden ist. Schmeckt schon sehr geil. Und auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr jetzt auch die, keine Ahnung, 6-7 Minuten, wie lange das Video auch werden wird, zugeschaut habt. Jetzt wisst ihr zumindest auf jeden Fall Bescheid. Ja, Linde bekommt neue Hüfte. Also quasi in Zukunft altes Modell, neue Teile. Entschuldigung. Vor lauter Späßle, klar noch ein bisschen verschluckt. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es wird noch ein paar Wochen ruhig bleiben. Wenn meine Gesundheit soweit wieder auf dem Dampfer ist, dann geht's wieder. Dann machen wir wieder ein bisschen los, auf jeden Fall. Bei mir macht Spaß, für euch Videos zu machen. Auch wenn manches Genre nicht geguckt wird. Ihr seht auch im Hintergrund, Escape from Tarkov habe ich jetzt so gewählt, weil ich das auch euch gern ein bisschen zeigen würde. Die alten Escape from Tarkov Videos waren aber leider schlecht gemacht und auch vom Sound her schlecht, wurden schlecht geguckt. Naja, aber ich spiele das Spiel trotzdem gern. Es ist ein sehr geiles, schweres Spiel, wo man auch ein bisschen Nerven braucht und auch ein bisschen Nervenkostüm, egal. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir schon bei fast 8 Minuten in der Aufnahme. Ja, wir sehen uns, wenn es mir wieder besser geht, Leute. Oder zwischendurch für ein Update. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch derweil alles Gute, viel Glück, viel Gesundheit. Ich wünsche niemanden, dass euch irgendwie Hüfte, Knie, irgendwas kaputt geht. Bleibt bitte bei bester Gesundheit, haltet die Ohren steif. Drückt mir vielleicht die Daumen, wenn es geht, unten auch in die Kommentare. Ich lese ja. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht nach der OP wieder. Vielleicht kann ich mit dem Handy einen Shorts machen. Also ich halte ja eigentlich von diesen ganzen YouTube-Shorts nichts. Ich schaue mir auch echt fast gar keine an, weil ich das nicht mag. Aber vielleicht kann ich euch ja einen Shorts machen aus dem Krankenhaus, wenn ich Internet habe. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Ich bitte um euer Verständnis. Ciao, ciao, derweil.